Alter, die gehen mir voll auf die Nerven. Nein, die kommen mir hinterher. Ich muss sie alle umbringen. Gott, die sind dann nervig. Boah, sind die lästig. Hm, zwei. Gut, den weg. Vielleicht habe ich da irgendeinen Boss gekillt gerade und die Gegner kommen jetzt auf mich zu. Ist auch immer so. Oh. Also ich mache das jetzt einigermaßen so, ein paar Parts aufnehmen, dass ich einige Parts wieder was hab und am Wochenende vielleicht mal eine Stunde zocken. Oh, cool, wieder ein Ulko. Das ist die fremde, das ist die Sprache von diesen Tieren hier. Ulko. Ah, Hamna, Dikiba. So. Ein Okkultistenring, wollte ich sagen. Rums. Bleib doch mal stehen. Oh, bleib doch mal stehen, damit ich die töten kann. Ja, toll. Eigentlich habe ich mein Schild aktiviert, aber das scheint ja hier nicht zu wirken. Ach gut, dann schieße ich dich halt nieder. Gott, ich hasse dieses Level. Ich mag Devilish Drudgery überhaupt nicht. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit mit geöffnetem Inventar rum? Oh Mann, ich bin wieder cool. Ja, schieß daneben. Schieß nochmal daneben. Boah. Also wenn ich so weitermache, dann kriege ich noch den Preis des größten Versagers der Welt. Aua. Oh ja. Also dieses Spiel mache ich auf jeden Fall immer wieder weiter. Das macht so viel Spaß. Vorausgesetzt, YouTube scheint ihren Problem wieder... Wow. Macht ihr das auch auf der Arbeit immer, wenn der Chef zu euch kommt und euch was sagen will? Dann springt ihr heroisch einfach von ihm weg. Nein, ich will nichts hören. Nein, keine Befehle. Aua. Ihr sollt mir nicht angreifen. Ich habe euch das befohlen. Ich habe das Spiel gekauft. Für keine Ahnung wie viel. Ah ne, das ist ja kostenlos. Nein. Das funktioniert so nicht. Alles klar, gut. Vergesst das, was ich gesagt habe. Nein. Scheiße, wenn ich die alle kaputt mache, dann verwandeln die sich automatisch in... Oh, geht doch aus dem Weg, Mann, ihr Bosse. Sind bestimmt die fetten, hässlichen Manager. Nee. Stimmt. Faszinierend. Was wollten sie gerade sagen? Level up, was für Stun Gun. Oh, wo ist Stun Gun? Wir können uns mal eine neue Waffe kaufen oder so. Also YouTube hat momentan das Problem, wenn ich ein Video erstelle und hochgeladen habe, möchte ich es ja auch bearbeiten. Sonst steht da... Moment. So, ging schnell. Sonst steht da ja immer Let's Play... Ne, das war früher. Jetzt steht da jetzt... Dieses hier dürfte jetzt heißen Spool Knights Part. Ne, Spool Knights in Klammern LP. Dann Part so und so. Ach, die schon wieder. Ja, perfekt. Au. Mann. Alter, wenn das so weitergeht, dann muss ich Leben ziehen. Ja, also es bin als LP und dann vielleicht .mkv. Das ist das neue Format, wo ich das hochlade. Ne, die ziehe ich diesmal nicht. Bringt ja eh nichts. Und dann will ich ja dahinter jetzt was hinschreiben. Ich weiß nicht, in diesem Fall vielleicht. Ach, ich muss die doch aufmachen. Okay. Ich weiß nicht, was ich da... Ah, kommt ein Stuhl angeflogen. Hast du ihn gleich im Arsch? Und so weiter. Ja, also, ja gut, ich schau mal links nach.
Ja gut, links geht weiter, ich geh rechts. Ne, und alle, die jetzt YouTube kennen, wissen gleich, was ich meine. Aber ich erkläre es jetzt trotzdem einfach. Man kann die Videos noch beschreiben. Ne, in den Aschrissraum gehe ich nicht. Und zwar, indem man halt, ich sehe dann halt die, habt ihr vielleicht bei mir mal gesehen, die Videos aufgelistet und die hochgeladenen Videos. Darunter ist ein Button Beschreiben. Oder Beschreibung. Aua. Ne, und da kann ich die nämlich dann nach Belieben dann beschreiben. Tags und so weiter und überhaupt die Beschreibung und auch den Titel ändern. Und teilweise aus 3 Thumbnails kann ich dann, also Videobildern kann ich das dann ändern. Das hat man als Videoersteller. Die Privilegien. Wenn ich das dann da geändert habe, dann geht man normalerweise auf Änderung speichern und ist alles gut. In meinem Fall geht das aber nicht mehr. Also ich drücke auf Änderung speichern und nichts passiert. Ich bleibe auf der Seite. Ich kann nur abbrechen drücken. Folglich... Ah, Mann, ihr Penner. Folglich muss ich das so machen, dass ich die Videos mir auf der YouTube-Hauptseite anschaue. Also auf die Seite, die ihr das auch guckt. Ich weiß nicht, unten habt ihr denn vielleicht die Playlist-Reihe. Und wenn ihr das jetzt nach Playlist schaut... Oh cool, genau, richtig gegangen. Und oder ihr schaut das jetzt ohne Playlist-Video, dann habt ihr oben rechts, glaube ich, jetzt dieses Playlist-Count. Da könnt ihr dann draufklicken, dann könnt ihr euch das ganze LP von vorn anschauen, wenn ihr möchtet. Würde ich auch empfehlen, wenn ihr jetzt zugeschaltet habt, einfach mal das Let's Show anfangen, Let's Show Spirit Knights. Und dann switchen danach, nach den 8 Parts, in dieses Let's Play. Ist empfehlenswert. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Bis jetzt zu 70. Ay, caramba. Da hat YouTube wieder was verbockt. Die haben nämlich eine neue Videobearbeitungsseite gemacht. Ohne Videovorschau. Hallo? Wenn ich mein Video bearbeiten will, dann will ich es auch sehen. Zumindest einmal. Jetzt muss ich das auf der Hauptseite anschauen. Funktioniert das Speichern dort auch? Ja, das Speichern funktioniert dort auch. Ich habe nämlich vor kurzem ein Video geändert. Aus Testgründen. Das war eigentlich auch überfällig, wo ich das geändert habe. Das war eigentlich nur präsentiert. Das ist das einzige präsentiert Video, glaube ich. Ja. Tiefe 3. 2 Level, 3 Level. Noch ein paar Minuten eigentlich. Ja. Donnergrützen und Rübenmoos. Ich muss gleich auch noch nach Hus oder irgendwie. Ach, egal. Oh, ich hasse diese... Ich mag diese Gegner einfach nicht. Die werfen mit Sachen, sehen scheiße aus, machen einfach nur scheiße. Oh, Checkpoint, Checkpoint. Ich bin dafür, wir enden das Lied. Ich bin dafür, wir enden. Oh, ja, ist gut. So laut. Ich bin dafür, wir enden mal überhaupt die ganze Ebene. Ich mag die Ebene nicht. Dann schließen wir sie aus. Willkommen, du Arschloch. Wir wollen dich nie mehr sehen. Geht dorthin, von wo ihr kamt. 750 Energie, ihr habt doch einen Arsch offen. Was für eine Knarre habe ich? Eine Level 1 Knarre. Ach, ich kaufe mir irgendwann was. Wilp. Wo war die Karte öffnen? Torkarte. Da. Wastework. Ja, Wastework mache ich. Eier, eier, eier. Immer wenn ich aufnehme, kriege ich Husten. Das ist irgendwie lustig abgestimmt. Ich weiß nicht wieso.
Oh nein. Hühner? Wie komme ich jetzt auf Hühner? I've got a Hühner. I've got a cell. Ja, Dings. I've got Hühner. I've got a Hühnchen. Und das schmeckt mir gut. I've got, aua. I've got a Hühnchen. Und das macht ich mir gut oder so. Hau ab. Das sind auch heftige, dämliche Gegner, diese Stachelbodenläufer. Oh Gott. Klirr. Nach links. Och, ein Livestream Spirit Knights, das wäre was. Wer würde sich das denn anschauen? Los, schreib einen Comment. Wer würde sich einen Livestream Spirit Knights anschauen? Würdet ihr da euch das anschauen? Apropos, ja genau, ich habe 50 Abonnenten erreicht, aber wer weiß, wie lange die bleiben. Die sind morgen wieder weg. Also im Moment halten die sich ganz gut, die 2. Die 50. Goldene 50 Abonnenten, ey. Hab die noch nie gehabt. Nach dem großen Tode Abonnenten rausjagd von YouTube persönlich. Hab ich glaube ich 30 gehabt oder so. Da unten lebt ja noch einer. Gut, also wir haben wieder voll Leben jetzt. Zack. Oh, das ist aber schön, dass du mich heilen wolltest. Danke und stirb. Au. Alter, ich kill mich noch selbst. Aber es ist tatsächlich flüssiger geworden, trotz Aufnahme. Finde ich recht geil. Also was immer die gemacht haben, das ist ganz gut von der Performance her. Also jetzt Spirit Knights jetzt noch besser. Grafisch, aufwendig, high-end. Es ist kostenlos zu spielen. Ihr könnt euch das jetzt unter Steam runterladen. Ihr braucht nur einen Steam-Account und dann bei kostenlose Spiele. Ist ein Free-to-Play-Game, also ihr könnt es kostenlos runterladen. Ist, oh, das war knapp. Ist von Sega und den Three Rings, genau. Oh, jetzt muss ich wieder nach oben. Oh, ich komme tatsächlich mit diesem Spiel komme ich tatsächlich nur auf die 100 Parts. Geil. Also das ist einfach nur göttlich. Ah, da strömt sogar Dampf raus. Cool. Ich weiß nicht, ist dieses Let's Play eigentlich auch... Ach, ich habe schon den Größen. Auch ein Entwicklungs-Let's Play? Let's Play Spirit, wann habe ich das begonnen? Oh, das will ich jetzt herausfinden. YouTube Broadcast Yourself. Aber während der Aufnahme hier googeln, das ist... Oh. So. Noch lang wie die Durchsuchungs... Spirit Knights. Ganz langsam, ganz ruhig. So. Einerseits wird er mir jetzt das Let's Show... Und das Let's Play anzeigen. Oh, die haben alle noch den alten Namen. Let's Show Spirit Knights Part 1. 10. September 2011. An meinem Jahrestag sozusagen. Ein Jahr TLP. Gut, also wir spielen es jetzt schon ein halbes Jahr. Ab 30. September ging dann das Let's Play los. Mit Part 1. Oder habe ich Trilophysia auch schon erstellt, ja. Oha. Ich verfolge nebenbei noch so ein Twitter von Gronk.